Ein Mann, der als Person am zweiten Platz ein Rennen beendete, das nie ein Rennen gewesen sein will. Ein Mann, der es mit einfachsten Mitteln zu den größten alpinistischen Leistungen seiner Zeit gebracht hat. Heute geht es in einem Legenden im Porträt-Spezial um Jerzy Koguczka. Jerzy Koguczka gilt als einer der berühmtesten Alpinisten seiner Zeit. Und das hatte mehrere Gründe. Der Pole war zu einer Zeit im Bergsport aktiv, in der vor allem die Besteigung der 14 Achttausender und das Höhenbergsteigen im Allgemeinen den Zeitgeist beeinflussten. Doch wer war eigentlich Jerzy Koguczka genau? Und was machte seine Person so interessant und wichtig für den Alpinismus der heutigen Zeit? Jerzy Koguczka wurde am 24. März 1948 in Katowice in Polen geboren und wuchs in einem Dorf namens Istebna in den Beskiden auf. Die Beskiden sind ein Mittelgebirge, welches sich über Polen und Tschechien zieht. Ein Mensch, dem das Bergsteigen in die Wiege gelegt wurde, das war er mitnichten. Denn seine Jugend verbrachte Koguczka mit dem Gewichtheben. Am 4. September 1965 widmete er sich das erste Mal dem Felsklettern. Ich machte eine fantastische Entdeckung. Der Felsspaß zog mich derart an, dass für mich nichts anderes mehr zählte, sagt Jerzy Koguczka über das Klettern. 1966 widmete er sich dann dem Bergsteigen und trat dem örtlichen Bergsteigerclub bei. Seine Instruktoren Janusz Kurczap und Kazimierz Sliszka wurden später auch seine Partner für diverse Bergabenteuer. Zu Beginn interessierten ihn vor allem Winterbegehungen, wie die der Kurtikowka, einer Tour im oberen 6. Grad. In der Tatra trainierte Koguczka Jahr für Jahr, wurde Jahr für Jahr stärker und besser, sodass er auch Einladungen und Trips in die Dolomiten erhalten hat. Die finanzielle Lage war mehr als nur prekär. Koguczka konnte sich kaum große Reisen in die Westalpen und Co. leisten. Seine Abenteuer machte er sich selbst, indem er die heimischen Berge unter den schwerstmöglichen Umständen bestieg und nicht immer nur unter den besten. Wenn Koguczka einen größeren Trip umsetzen konnte, dann durch langes Sparen in seinem Beruf. So gelang ihm 1973 zusammen mit Wojciech Kurtika und Marek Lukaszewski eine neue Route auf den Petit Dru. Im Jahr darauf gelang ihm die Besteigung des Denalis und dabei merkte er das erste Mal, dass sein Können in niedrigeren Höhen in Fels und Eis ausgeprägter war als beim Höhenbergsteigen. 1975 dann gelang ihm erneut eine bemerkenswerte Erstbegehung. Ausgerechnet bei seiner Hochzeitsreise gelang ihm eine ganz neue Route durch die Grand Jorasse. Ein Video zu diesem Berg findet ihr übrigens hier rechts oben. Jerzy Koguczka machte aus den 70ern das Bestmögliche. Mit wenig Mitteln, viel Unterstützung durch den Bergclub und viel harter Arbeit schaffte er Begehungen und Touren, die selbst für privilegierte Bergsteiger zu damaliger Zeit fast unmöglich schienen. Sein Talent machte eine schwierige politische Situation der Heimat und eine schlechte wirtschaftliche Ausgangsposition wieder wett. Und dann kam das Jahr 1977, ein erster Versuch im Himalaya bergsteigen zu gehen. Gerade am Nanga Parbat, einem der schwersten und gefährlichsten 8000er, sollte sein Himalaya-Debüt stattfinden. Der Erfolg blieb ihm zwar verwehrt, doch er hatte Blut geleckt. 1979 gelang ihm erstmals die Besteigung eines 8000ers. Ohne zusätzlichen Sauerstoff konnte er den Lhotse besteigen. Im Jahr darauf gelang ihm eine Erstbegehung des Südpfeilers am Mount Everest. Jerzy Koguczka war im Spiel der 8000er angekommen. Und hier sollte eine beeindruckende Geschichte beginnen. Nach dem Lhotse und dem Mount Everest ging es jedes Jahr aufs Neue in die Berge. Finanziert hatte sich seine Expeditionen durch Aufträge als Industriekletterer. 1981 hat Koguczka am Makalu eine neue Route komplett im Alleingang erfolgreich durchstiegen. 1982 erreichte er im Alpinstil den Broad Peak über den Normalweg. Auf den Gasherbrum 1 und Gasherbrum 2 fanden er und Kurtika 1983 ebenfalls neue Wege im Alpinstil. 1984 kehrte er zum Broad Peak zurück, um eine Überschreitung aller Broad Peak-Gipfel zu absolvieren. Keine Besteigung eines 8000ers sollte einfach so und ohne zusätzliche Schwierigkeiten vonstatten gehen, wenn Jerzy Koguczka unterwegs ist. Der Weg mit dem geringsten Widerstand war definitiv nicht sein Ansatz, wenn es ums Bergsteigen ging. 4 8000er bestieg er im Winter, 5 bestieg er im Alpinstil, also ohne eine groß angelegte Expedition. Außerdem gelangen ihm 9 vollkommen neue Routen auf einen 8000er zu finden. Besonders am K2 ist ihm ein Meisterwerk gelungen. Im Alpinstil gelang ihm die Besteigung des K2 über eine neue Route durch die Südwand, die bis heute nicht wiederholt werden konnte.
Zusammen mit Tadeusz Piotrowski hatte er damit Geschichte geschrieben. Jerzy konnte darauf jedoch nie freudig zurückblicken. Denn beim Abstieg am 10. Juli 1986 hatte Piotrowski Probleme mit seinen Steigeisen und stürzte in den Tod. Kuguczka sagt später selbst in einem Bericht: "Meine Erfahrungen auf diesem Berg waren zu tragisch und der Preis, den wir für den Erfolg bezahlten, war zu hoch." 1987 konnte er als zweiter Mensch jemals die 14.8000er besteigen, ein Jahr nachdem das Reinhold Messner gelungen war. Jerzy Kuguczka benötigte für die 14 Gipfel insgesamt 7 Jahre und 11 Monate. Damit war er ganze 8 Jahre und 4 Monate schneller als Reinhold Messner. Erst 26 Jahre später konnte ein Mensch die 14.8000er schneller besteigen als Jerzy Kuguczka. Die nicht zu bändigende Motivation und der bergsteigerische Antrieb setzten Meilensteine. Die Art und Weise, die 14.8000er zu besteigen, blieb bis heute quasi nicht wiederholt. Die Kreativität, das Wissen um die Gefahren, die extreme Leidensfähigkeit, all das war eine Einmaligkeit, die bis heute für sich steht und für Demut unter echten Alpinisten sorgt. Doch der Wettlauf war nicht nur vorbei, er war auch an Reinhold Messner verloren. Dennoch erhielten beide 1988 bei den Olympischen Spielen in Calgary den Olympischen Orden für besondere Verdienste. Reinhold Messner lehnte diesen ab, um weitere Wettläufe in den Bergen nicht zu befeuern. Jerzy Kuguczka, der nie ein Geheimnis aus dem Ziel machte, die 14.8000er als erster Mensch besteigen zu wollen, nahm den Orden an. Für Kuguczka war es kein Verbrechen und kein Hohn gegenüber dem Bergsport, diese 14 Berge als erster besteigen zu wollen. Währenddessen Messner, obwohl er ebenfalls im Zeitdruck immer wieder möglichst schnell die jeweiligen 8000er besteigen wollte, den Wettlauf eigentlich immer versuchte, kleinzureden. Jerzy Kuguczka erlang nicht die Berühmtheit eines Reinhold Messners. Er trug das Kreuz des zweiten Platzes. Doch Jerzy Kuguczka suchte die Abenteuer dennoch weiterhin. Bergsport war für ihn keine Frage des Ruhms, sondern eine Frage des extremen Abenteuers. Ein einfaches Leben als polnischer Arbeiter sollte kein Hindernis sein, die 14.8000er zu besteigen und schon gar nicht die schwierigsten und spannendsten Routen der Welt zu eröffnen und zu durchsteigen. 1989 wird ihm jedoch ein Secondhand-Seil, günstig in Kathmandu erstanden, zum Verhängnis. Zusammen mit seinem Partner Richard Pawlowski versuchte er sich an der bis dato undurchstiegenen Lhotse Südwand, eine der schwersten und gefährlichsten Steilwände der ganzen Welt. Im Alpinstil sollte sie dem damals wohl besten Bergsteiger der Welt gelingen. Bei einer Seillänge im Vorstieg riss dann jedoch durch einen Sturz von Kuguczka das Seil. Kuguczka stürzte sofort in den Tod. Pawlowski war nun in der schwersten, undurchstiegenen Wand der Welt gefangen. Langsam und vorsichtig konnte er sich zurück ins Basecamp retten. Jerzy Kuguczka hinterließ eine Ehefrau und zwei Kinder. Jerzy Kuguczka ist zu Recht auch bis heute noch als einer der stärksten Alpinisten aller Zeiten zu bezeichnen. Niemand konnte bis heute zusammen mit diversen Partnern so viele unterschiedliche Arten des Extrembergsteigens erfolgreich meistern. Vom Winterbergsteigen über neue Routen auf 8000er bis hin zum extremen Klettern in den schwersten Wänden der Welt, unter anderem der Rupalwand. Die meiste Zeit im Alpinstil unterwegs und das alles mit geringstmöglichen Mitteln. Niemand konnte jemals den Stil von Jerzy Kuguczka nachahmen. Vielleicht ist er deshalb am Ende des Tages, obwohl er als zweiter Platz in einem Wettlauf um die Zeit nie das große Rampenlicht erfahren hat, eine echte Legende. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Ich freue mich auch sehr über einen kleinen Beitrag zur Alpine Academy über die Thanks-Funktion unter den drei Punkten unter dem Video. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!